Hi, besser guten Abend zusammen, Bonsai-Freunde. Willkommen wieder bei MyTubies in the Pod. Jetzt kommt gefühlt das 100. Umtopf-Video. Das wiederholt sich immer wieder, aber so ist es halt im Moment. Ich mache einen Videoblog und so kommen die Sachen, ich topfe sie um. Ich spule das jetzt demnächst immer schneller vor, während ich die Sachen umtopfe. Versuche vielleicht ein bisschen mehr Wert dann auf das Intro und auf das Outro zu legen, um dann auch so ein bisschen Content mit rüber zu bringen. Wem da vielleicht ein bisschen was im Video fehlt, einfach nachher Fragen stellen. Ich versuche die Fragen vernünftig unter den Kommentaren zu beantworten, um so ein bisschen Content nachzuliefern. Und dann, oder besser dadurch, merke ich auch, was ihr so wissen wollt und was euch interessiert. Und dann kann ich vielleicht da ein bisschen zielgerichteter ein paar Videos bringen. Für mich ist das heute trotzdem ein besonderes Video. Also, ich topfe zwar viele Videos um, Videos, ich topfe zwar viele Bäume um. Für euch sind das nur viele Bäume, für mich sind manche auch noch viele Bäume, aber das hier ist für mich ein ganz spezieller Baum. Ich hole ihn mal näher ran, er sieht furchtbar aus. Vielleicht sieht man das einigermaßen in der Kamera. Das ist eine chinesische Lärche. Und zwar ist das eine ganz besondere chinesische Lärche. Das ist mein erster Bonsai überhaupt, den ich je besessen habe. Den habe ich damals im Zuge eines Bonsai-Basiskurses quasi miterworben. Den gab es sozusagen dabei. Ein super Baum für Anfänger, gerade wenn man so in den Outdoor-Bereich geht. Man trennt da ja immer so ein bisschen. Verzeiht viele Fehler. Ich habe auch viele Fehler gemacht, habe viel verziehen. Und mit dem Baum habe ich das folgende Problem, dass wir irgendwie nicht weiterkommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es mein erster Baum ist und da eine Geschichte dran hängt. Ich kann es nicht genauso erklären. Aber es fällt mir hier sehr schwer, große Äste abzuschneiden. Es fällt mir sehr schwer, hier eine Richtung vorzugeben. Ich lasse ihn irgendwie immer wieder wachsen und gebe ihm immer wieder neue Chance und weiß ich nicht. Bei dem Baum ist alles anders als bei anderen Bäumen. Andere Bäume, die köpfe ich einfach und dann ist gut. Und ja, der ist nun mal, wie er ist. Wir leben damit. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Das Problem ist, der stand von Anfang an erst in so einer ovalen Schale, dann in einer, die schon ein bisschen mehr rechteckig wurde. Wie man jetzt sieht, in einer ganz rechteckigen Schale und die Form des Baumes passt natürlich überhaupt nicht zu der Schale. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wo vorne oder hinten bei diesem Baum ist. Ich kann mich nicht für eine Vorderseite entscheiden, ich kann mich nicht für eine Hinterseite entscheiden. Hier sind viele gegenüberliegende Äste, da müsste einer eigentlich weg, aber irgendwie kann ich ihn nicht abschneiden, wie ich gerade schon erklärt habe. Ich weiß es nicht. Und um das erstmal zu umgehen, habe ich gedacht, jetzt kommt er erstmal in so eine günstige, steht sogar noch der Preis drunter, in so eine günstige 10-Euro-Schale, aber vor allen Dingen in eine runde Schale. Und dann können wir mal so ein bisschen so über die nächsten ein, zwei Jahre gucken, wo vorne und wo hinten ist. Und ich hoffe, dass dann mal endlich ein bisschen was passieren wird, dass er mal eine richtige Richtung kriegt, dass ich mal weiß, wohin es geht mit dieser Lärche. Ja, und die Schale, die kann ich auch natürlich für einen anderen wieder gut verbinden, da habe ich auch schon was. Aber erstmal soll er eine runde, weil gerade eine runde Schale bietet sich super an, wenn man nicht weiß, wo vorne oder wo hinten ist. Ihn mal so zu drehen, zu sagen, ach ja, das könnte so die Vorderseite werden oder das könnte so die Vorderseite werden. Es gibt ja auch viele Bäume, da guckt man sich eine Vorderseite aus, dann steht er ewig so und dann topft man um und denkt auf einmal, ach, warum nicht die Seite? Also letztendlich ist eine Vorderseite sowieso nicht, aber er soll jetzt in eine runde Schale. Das werde ich jetzt einmal machen, dann nehme ich euch wieder mit. Ich spule das, also ich mache den Zeitraffer, habe ich sonst immer in fünffacher Geschwindigkeit. Den mache ich vielleicht sogar ab jetzt bei den nächsten Bäumen so in zehnfacher Geschwindigkeit. Oder wenn ihr das Video jetzt seht, auch in den letzten 1, 2, 3 Videos davor, auch so in zehnfacher Geschwindigkeit, weil es wiederholt sich ja immer wieder, ist immer dasselbe. Vielleicht, wenn man das Nebari dann sieht in dem Video, dann gehe ich mal kurz runter mit der Geschwindigkeit, dass man sich das mal kurz in Ruhe angucken kann, weil das sind so die Sachen, die mich immer in anderen Videos interessieren. Wie gesagt, falls euch da was speziell interessiert, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich mache die Videos so vom Schwerpunkt ein bisschen, dass man die Sachen so sieht, die mich immer interessieren in anderen Videos, weil die mir so in anderen Videos fehlen, die ich gerne sehen würde. Ja, und wir fangen einfach mal an umzutopfen. Guckt es euch an, bleibt dabei. Wie gesagt, mein erster Bonsai und es wird nicht mein letzter sein, aber es ist auch meine einzige Lärche. Kommt in meine Nadelbaummischung. Das Video habt ihr hoffentlich schon gesehen. Und ja, viel Spaß beim Zugucken. Bis gleich.
Ja, was können wir sagen zum Schluss? Also erstmal danke für die, die bis jetzt zugeschaut haben. Wir haben eine runde Schale. Finde ich wesentlich besser als die, allein schon auch wegen der Farbe, weil die wesentlich heller ist. Mit der eckigen Schale war nichts. Ich habe gerade schon eine Vorderseite für demnächst gefunden, aber lassen wir ihn erstmal ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob euch der Baum gefallen hat oder nicht. Er hat seine Fehler, mir gefällt er trotzdem, ist mein erstes Baby und es bleibt auch dabei. Wie gesagt, vielleicht traue ich mich nächstes Jahr mal einen abzuschneiden, weil hier ist ein Ast, wenn der weg wäre, zum Beispiel der dicke hier, dann hätten wir entweder hier eine tolle Vorderseite mit dem Totholz hier oder hier eine schöne Vorderseite, dann müsste der hier oben aber weg. Mal gucken, ist ja egal. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also so habe ich mal mit Bonsai angefangen. Der hat auch ewig überlebt. Der stand am Anfang übrigens im Reihen-Akadama, weil dieser Basiskurs bei so einem klassischen Japaner, Chinesen, Holländer, ich weiß es nicht, war und stand von Anfang an in Reihen-Akadama 2 Jahre. Dann habe ich irgendwann angefangen, weil ich mich mit diesen Mischungen auseinandergesetzt habe, Kerioten nur dabei zu mischen und dann kam immer mehr Bims dazu und ein bisschen mehr Kies und ja, meine Nadelbaummischung kennt ihr, brauche ich euch nicht viel darüber erzählen. Dann bin ich zu dieser Nadelbaummischung gekommen, wächst super gut da drin. Also ja, für mich ist eine Lärche, auch wenn sie ihre Nadeln abschmeißt, trotzdem natürlich eine Konifere und da bleibe ich auch bei. Ja. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen. Ich gehe jetzt direkt an die nächsten. 2 Buchen stehen, glaube ich, noch an. Werdet ihr sehen. Viel Spaß beim Zuschauen bei den Buchen. Danke, wer bis hierhin zugeschaut hat. Lasst bitte wieder einen Daumen oben, obwohl ich da eigentlich gar nicht so bitten will. Oder abonniert den Channel. Macht die Glocke an, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Aber ihr habt ja jetzt selber mitgekriegt, jetzt kommen immer mehr Videos. Wer weiß, wann ihr das seht. Vielleicht sind schon viele Videos da. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.